Fahrradfahren als Protest gegen das geplante Kieswerk in Söbrigen und den Industriepark Oberelbe. Umweltaktivisten aus 8 regionalen Verbänden fuhren am Donnerstag auf ihren Drahteseln in einem Corso vom Blauen Wunder in Dresden bis nach Söbrigen. Eines ihrer Anliegen ist die Verhinderung des geplanten Kieserbaus durch die Borsberg GmbH. Vertreter der Initiativen begründen diesen Vorstoß mit schwerwiegenden Eingriffen in die Natur, wie zum Beispiel Schmutz und Dreck und Feinstaub und von Lärm natürlich auch. Das geplante, gut 30 Hektar große Kieswerk, an dem über 15 Jahre wochentags von 6 bis 22 Uhr gearbeitet werden soll, bereitet Hanne Freund Bauchschmerzen. Auch für die Anwohner, so argumentiert die Naturschützerin, werde durch die Baumaßnahmen eine große Belastung entstehen. Ganz zu schweigen von dem Bild, das sich den zahlreichen Touristen bieten würde. Die gucken dann von dem Musiker, Maler, Dichterweg direkt hier unten in den Tagebau und in das Kieswerk. Die Forderung der Bürgerinitiative ist klar formuliert. Kein Kieswerk in Söbrigen. Wind und Wetter trotzend machte sich der Fahrradkorso anschließend auf den Weg in den Barockgarten Großsedlitz. Der Industriepark Oberelbe, der seit einigen Jahren von Pirna, Heidenau und Donau geplant wird, ist den Aktivisten ebenfalls ein Dorn im Auge. Aus ihrer Sicht werden in den Diskussionen um das Großprojekt wirtschaftlicher Wachstum und Naturschutz gegeneinander ausgespielt. Aus Sicht der Bürger oder sehr vieler Bürger ist es eben so, wie wir eben heute auch hier gesehen haben, dass der Industriepark doch eher ein schwieriges Unterfangen ist in der heutigen Zeit. Vor allen Dingen, was ich eben vorhin auch schon gesagt hatte, dass es genügend Alternativflächen gibt, die in 10 konjunkturstarken Jahren nicht entwickelt wurden. Und jetzt soll hier auf Ackerland gebaut werden. Es sind hier super gute Böden, die sind nie wieder zurückzubringen. Und mit dieser Haltung ist Anna Reimann nicht allein. Das ist eine Lärmbelästigung, zusätzlicher Verkehr, der über die Höhe dann geführt wird. Schon, die A17 ist schon ein großer Einschnitt gewesen. Und wenn man sieht, wie viele LKWs tagtäglich dort die Autobahn passieren, sag ich mal, ist die Situation so schon angespannt und verbessert sich auf jeden Fall nicht, wenn dort noch mehr Verkehr, noch mehr Emissionen, noch mehr Lärm entsteht. Doch nur mit Beschwerden allein erreicht man oft nicht viel. Die regionalen Verbände sind laut eigener Aussage nicht grundsätzlich gegen den IPO und warten stattdessen mit Alternativen auf. Wir sagen aber, dieser Ansatz praktisch an dieser Stelle mit sozusagen ist noch ein alter Planungsansatz. Also wir sehen eher die Entwicklungschancen in Zukunft in Bezug auf Gründerzentren. Und Gründerzentren, also Zukunftstechnologien, Entwicklung, kann man nicht oben einfach an den Autobahnzubringer, der noch nicht einmal sozusagen eine Anschlussstelle hat, entwickeln, sondern da muss man unten sozusagen in gewachsene Strukturen gehen, dort wo die Erschließung da ist, dort wo ein S-Bahn-Anschluss ist, wo ein Bus-Anschluss ist, wo man auch nicht bloß sozusagen an Wirtschaft, sondern auch ein soziales Umfeld hat. Alternativen jedoch erst zu kommunizieren, sehr schwierig, meint Anna Reimann. Im Weg steht mehr öffentliche Diskussion, mehr Einbeziehung der Bürger in das ganze Unterfangen. Also was sich ja jetzt herausgestellt hat, ist doch, dass der Zweckverband ein Konstrukt ist, wo wenig Mitspracherecht besteht. Ob die Bemühungen der Umweltaktivisten Früchte tragen oder inwiefern die bestehenden Pläne abgeändert werden können, bleibt also abzuwarten.